Ich habe hier die feinste Auswahl an Waffen überhaupt. Schau dich ruhig um. Für dich jetzt im Angebot der Carbonroller. Für den Carbonroller wurden nur Leichtbauteile verwendet, die eine unglaubliche Wendigkeit ermöglichen machen. Er schleudert nicht nur sehr viel Tinte, also schick eine Robobombe vor. Er schleudert nicht sehr viel Tinte, also schick eine Robobombe vor, die prüft, ob die Luft rein ist, bevor du weiterrollst. Ein gut platzierter Tintenschauer treibt dir den Gegner direkt vor den Roller. Ein Set für Leute, die vorausplanen. Ja, der Carbonroller, den gab es auch schon im ersten Teil. Mit dem konnte man sehr, sehr schnell rennen, aber nur sehr, sehr wenig mit der Attacke färben. Und die Attacke ist jetzt ja verbessert worden, dementsprechend sollte der etwas, ja, verschlechtert worden sein, denke ich mal. Den werden wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen. Den haben wir mit Stufe 7 jetzt freigeschaltet, aber wir werden jetzt natürlich, wie gesagt, die Reihenfolge weitergehen. Und da neue Waffen immer vorne platziert werden, müssen wir die überspringen. Das heißt jetzt die Heldenwaffe. Und die schauen wir uns gleich mal im Online-Modus an. Denn die hat ja auch einen relativ hochgelevelter Mitspieler vorhin gespielt, der über Level 20-Typ. Und ja, es ist mittlerweile gleich 23 Uhr. Ich musste heute früh aufstehen wegen der Klausur, deswegen bin ich immer noch ziemlich verpeilt. Aber ich habe gerade so eine Lust an dem Spiel. Verdammt, ich muss mir mal vernünftige Aufnahmezeiten für dieses Spiel raussuchen, weil immer, wenn ich aufnehme... Also wie gesagt, das eine Mal war am Release-Tag, da war natürlich, ja... einfachere Gegner unterwegs, klar, zum Reinkommen sehr, sehr gut, aber ich hatte dann am nächsten Tag eine Klausur, das heißt, ich war da ein bisschen Stress, konnte mich nicht so wirklich auf das Spiel einlassen, wie ich gerne wollte. Dann die letzten Tage, wenn ich Zeit hatte, habe ich halt für den Singleplayer-Modus investiert, zum Aufnehmen, und während ich halt hochgeladen habe und halt eben nicht online spielen konnte, habe ich zumindest mal versucht, so ein bisschen Koop-Action zu machen. Ja, es fühlt sich an, als würden wir so die Stufe 2 oder so aus dem Singleplayer-Modus spielen. Also so schnell färben und schießen wie die Stufe 3 der Waffe tut er nicht. Aber so langsam und schlecht wie die Stufe 1 auch nicht. Oh Gott. Fast gestorben. Wird auf jeden Fall der letzte Part sein für heute, auch wenn ich mega Lust habe auf das Spiel. Aber es ist halt fast 23 Uhr und für einen Online-Match, in dem man selber noch nicht so gut ist, natürlich nicht so vorteilhaft. Weg. Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Mitte einnehmen. Ja, ist nur noch, aber wir müssen noch die Mitte einnehmen. Und dann sollten wir gut in Führung sein, hoffentlich. Tja, da kannst du mit deinem Splitting nicht mehr viel machen, mein Freund. Denn Ivo hat ziemlich lange Aufladezeit. Mit der Granate die Rüstung zerstört und dann draufgeschossen. Ich komme langsam rein, die Sekundärwaffen vernünftig zu verwenden. Das habe ich im ersten Teil ja bis zum Schluss nie gemacht. Aber da ich jetzt schon so oft mit durch Gegner die Sekundärwaffen verwendet haben, erledigt wurde. Ich versuche es jetzt immer häufiger mal zu nutzen und es klappt echt gut. Überall Gegner! Ich habe zwar die Mitte gut verteidigt, aber da hat doch irgendwie keiner versucht, wirklich anzugreifen. Oh, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, ich konnte nicht in die Richtung weg, in die ich mir eigentlich freigehalten hatte wegen der Spezialattacke, und dann kam die Airbrush von hinten. Ich wollte halt nicht kämpfen, weil dann hätte der Typ mit seiner Sniper-Fähigkeit da auch noch gut auf uns drauf zielen können. Dich habe ich ankommen sehen, mein Freund. Eigentlich hättest du die bessere Waffe für die Situation, aber irgendwie hast du es nicht genutzt. Die hat echt eine gute Reichweite, die Waffe. Also ich verstehe schon, warum der Typ die genutzt hat. So, eben mal vier Gegner ausgeschaltet. Na los, komm da runter. Ah, der wäre noch gestorben, ein Schuss. Naja, egal. Haben wir relativ eindeutig gewonnen. Also die Waffe kommt mir fast etwas overpowered vor, die wir aktuell spielen. Ich meine, man muss sehr, sehr viel dafür tun, bis man sie für den Multiplayer-Modus überhaupt freischaltet. Aber das sollte eigentlich nicht dazu beitragen, dass sie dann overpowered ist.
Aber schauen wir uns mal meinen weiteren Spielverlauf an. Vielleicht bin ich auch einfach nur gut mit ihr, weil ich halt, ja, im Singleplayer-Modus mehr als genug mit ihr gespielt habe. Und zwar in einer verbesserten Form. Aber könnte natürlich damit zusammenhängen. So. Gleich mal ins nächste Match. Also, Buckelwalpiste gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Vielleicht sogar einer meiner Favorites von der Optik her. Allerdings ist sie mir etwas zu offen. Also für Sniper etwas overpowered vielleicht sogar, weil es halt sehr, sehr viele Bereiche gibt, in die man nicht hochschwimmen kann. Die allerdings doch ziemlich erhöht sind, von denen aus man runtersnipern kann. Und es gibt halt wenig, hinter dem man sich verstecken kann. Also, vor allem für Rangkampf-Modi ist das wohl eine der Maps, die ich am wenigsten haben möchte. Aber gut. Wir müssen ja nur die Zeit überstehen, in der nur zwei Maps gleichzeitig in der Rotation sind. Auch in Splatoon 1 wurde es ja irgendwann auf drei Maps gleichzeitig erhöht. Und dann ist die Chance natürlich auch mal höher, wenn meine Map dabei ist, die man nicht mag, dass sie eben nicht kommt oder nicht so häufig kommt. Weil dann ist ja noch eine dritte Chance, dass die Map kommt, die einem nicht gefällt, statt einer Halbchance. Eine 50-50. So, jetzt lassen Sie hier nicht zu lange in der Lobby schmoren. Der Timer da oben wurde eben resettet. Das heißt, jawohl, eigentlich müsste mindestens einer connected sein. Und so ist es auch. Zweimal wurde der Timer erweitert. Das heißt, zweimal ist entweder jemand gelieft oder jemand dazugekommen. Leaven ist meistens instant. Join dauert meistens einen Moment. Das heißt, wenn der Timer sich erhöht und in der Lobby nichts passiert, weiß man, es ist schon jemand drin. Der muss nur kurz fertig connecten. Und los geht's. So, schauen wir uns mal an, wie sich diese Waffe hier im Korallenfetisch legt. Wo es eben nicht so offen ist. Tja, versuch's doch. Doof gelaufen mit dem Roller, was? Oh Gott! Ja, da kam noch einer von der Seite. Und die Granate ist genau richtig geflogen für ihn. Oh, der hat auch die Heldenwaffe. Scheinen schon sehr, sehr viele Leute den Singleplayer-Modus zu 100% mit dieser Waffe gespielt zu haben. Beziehungsweise, man muss natürlich dazu sagen, wie ich jetzt schon einfach gesagt habe, wir spielen um 23 Uhr. Ist natürlich vor allem bei regionalen Servern, so wie jetzt, das ist bei allen 23 Uhr. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt auch mit US-Amerikanern dazu spielen, bei denen es jetzt eine vernünftige Zeit ist. Ist natürlich die Chance, wie gesagt, relativ hoch. Oh Gott. Dass da auch durchschnittlich höher gelevelte Spieler spielen. Und da jetzt hier jemand, der diese Waffe hat, hat den Singleplayer-Modus halt nicht nur zu 100% fertig, sondern eben auch noch jedes Level mit dieser Waffe gespielt. Das heißt, man muss schon sehr, sehr viel Zeit investiert haben, um diese Waffe überhaupt spielen zu können. Das heißt, wenn man so jemanden sieht, weiß man, der wird auf jeden Fall schon einiges an Spielzeit mit Splatoon 2 gehabt haben. Und sollte kein einfacher Gegner sein. Und da das gegnerische Team, wie ich das gerade richtig gesehen habe, zwei davon haben. Haben die kein schlechtes Team. Scheiße, da sind schon wieder zwei gewesen. Ja, und unser Team kommt ja überhaupt nicht klar. Also die Gegner sind etwas dauerhaft bei uns am Spawn. Und auch diese Waffe hier kann man nicht sagen, dass sie overpowered ist, weil sie so viele Leute nutzen, sondern wie gesagt, du kannst sie ja auch nur nutzen, wenn du den Singleplayer-Modus voll durch hast. Das heißt, das kann natürlich auch so ein bisschen so ein Markenzeichen sein, so ein bisschen so ein Online-Geprahle. Haha, guck mal, ich habe diese Waffe hier schon. Tschüss. Und tschüss. So, zwei Leute erledigt, Team, jetzt vorpreschen. Den habe ich kommen sehen. Und weg mit dem. Und weg mit dem, sehr gut. Jetzt können wir nach vorne. Okay, haben wir kurz vor Ende auf jeden Fall die ganz klare Dominanz auf unsere Seite gebracht. Das Ding hier doch mal ziemlich gerockt.
62,5%. Das ist eine Hausnummer, meine Freunde. Und das, obwohl wir zwei Gegner mit der Heldenreplika hatten. Aber bis kurz vor Schluss war es auch nicht so eindeutig. Aber auch diesmal ist beim gegnerischen Team zumindest die Airbrush stärker. Aber naja, wie gesagt, das hat nichts zu sagen. Wir sind jetzt immer noch in der Anfangszeit. Da können noch nicht viele Leute viele Waffen ausgetestet haben. Und ja, ab ins nächste Match. Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist der Rangkampf. Aber zudem sind wir erst mit Stufe 10 qualifiziert. Ich denke mal, spätestens wenn wir die erste Sniper haben, wenn wir den mal ausprobieren. Beziehungsweise eine Sniper hätte ich schon gerne im normalen Multiplayer-Modus einmal gespielt, bevor ich mich in den Rangkampf mit ihr wage. Aber mal schauen, im letzten Let's Play, was ihr so gemacht, das war, als ich gecuttet habe, meistens 2 bis 3 Matches im normalen Modus und 2 bis 3 Matches im Rangkampfmodus mit jeder Waffe gemacht haben. Werde ich jetzt nicht so machen, weil ich mir natürlich beim letzten Mal natürlich auch bewusst den Rang etwas zerstört habe. Halt, naja, weil ich mit einer Waffe, die ich vorher noch nie zuvor gespielt habe, direkt in den Rangkampf gegangen bin und auch schon ein gewisses Level hatte, ist es natürlich dementsprechend nicht so einfach gewesen. Aber gut. Habe ich, wie gesagt, bewusst ein bisschen versaut. In diesem Let's Play werden wir es, glaube ich, etwas anders machen. Das heißt, wir werden, da ich ja vorhabe, wenn Nintendo, wie gesagt, seine Versprechen einhält, dass das Spiel ja auch dauerhaft lokal, naja, bleibt und nicht mit den Verbindungsproblemen Japanern passiert, zusammengeworfen wird. Und weg hier. Oh. Okay, damit haben wir zumindest dafür gesorgt, dass wir überleben. Indem wir die Attacke da gerade gezündet haben. Scheiße! Ja. Da sind wir natürlich wieder genau an den Typen geraten, der dieselbe Waffe hat wie wir. Okay, und wir sind in Gefahr. Also die Gegner machen uns richtig platt. Warum das denn? Okay, hier bin ich richtig scheiße gelandet. Da oben ist mindestens ein Gegner, aber von hinten konnten wir den erledigen. Ja, es ist immer noch Gefahr, obwohl wir die komplette Mitte erobert haben, ist, dass die Gegner mittlerweile bis in unseren Spawn vorgekommen seien. Tschüss! Okay, da kommt der nächste. Aber haben wir wieder überlebt. Wieso ist denn da immer noch Gefahr? Die komplette Mitte gehört uns. Heißt das, die Gegner spawncampen uns schon? Meine Fresse! Team, was macht ihr? Ich habe gerade die komplette Map eingefärbt. Es ist immer noch Gefahr. Also ich spiele in dieser Runde nicht schlechter als in der letzten. Ich mit dir. Wie gesagt, ich spiele nicht schlechter als in den letzten Runden. Trotzdem liegen wir krass weit hinten. Die letzten haben wir gewonnen. Sollte also schon was mit dem... Ach, da ist er genau reingesprungen. Sollte also schon was mit dem Team zu tun haben, denke ich mal. Ach, scheiße, die spielen so viele mit dem Doppelknecht. Nur einer, zwei mit dem Doppelknecht, ja. Immerhin ist das Gefahr abgewendet, aber der Gegner führt immer noch. Die haben leicht größere Tintenfische. Wie gesagt, das ist nicht mehr so einfach zu erkennen, wie im ersten Teil, finde ich, anhand der Tintenfische, wer führt. Dich habe ich gesehen. Konnten wir nicht mehr drehen, aber wir konnten immer noch einige Punkte gut machen, glaube ich. Ah, und das Ding schießt tatsächlich noch nach dem Ziel wieder drauf. Oh, 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 aber haben wir verloren. Aber trotzdem. Haben wir nicht? Haben wir gewonnen? Okay. Ich dachte gerade, weil in unserer Farbe noch so viele von deren Kleckser-Spritzern sind und in deren Farbe nicht. Und wie gesagt, wir haben genauso gut gespielt wie sonst, aber trotzdem haben die Gegner uns dauerhaft unter Kontrolle gehabt. Nicht dauerhaft, denn die letzte halbe Minute ging mal wieder an uns.
Und wie es in Splatoon so üblich ist, entscheidet die letzte halbe Minute über das komplette Match. Zumindest im Standardkampf. Deswegen mag ich ja den Rangkampf grundsätzlich lieber. Denn, ja, da kann man auch in der ersten halben Minute eine Punktzahl erreichen, die das gegnerische Team zum Beispiel über die komplette Zeit dann nicht mehr schlagen kann. Auch nicht in der letzten halben Minute. Hier zählt halt wirklich nur das Endresultat. Was du zwischendurch gemacht hast, ist scheißegal. Nur das Endresultat zählt. Und deswegen finde ich den Rangkampf auf jeden Fall fairer. Aber ja, als Standardkampf ist das doch ein ganz cooler Modus. Also nach wie vor, ich liebe Splatoon. Ich habe Splatoon 1 geliebt. Es hatte seine Macken. Und was ich in diesem Match nicht zum Erzählen kam, das dauert jetzt immer wieder ein bisschen in der Lobby. Das heißt, ich kann mich jetzt immer zurücklehnen und das erzählen, was ich eben erzählen wollte. Ich habe ja in diesem Let's Play geplant, dass es hoffentlich etwas länger läuft als der erste Teil. Also der erste Teil ist jetzt auch nicht wirklich kurz gewesen vom Let's Play her, aber ja, wie gesagt, es war ja sehr unregelmäßig und hat mich die Lust halt auch sehr verlassen. Eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Japaner, zu denen die Verbindung schlecht war, sehr, sehr viele Balancing-Probleme und... Ja, alles in allem hat es dann dafür gesorgt, dass ich es eben nicht so regelmäßig gespielt habe. Dann habe ich halt jedes Mal, wenn ich gespielt habe, eben weil ich es nicht regelmäßig gespielt habe, jetzt mit einer neuen Waffe spielen müssen, was dann auch noch dazu beigetragen hat, dass es eben nicht so gut läuft. Aber da ich dieses Play, wie gesagt, jetzt regelmäßiger bringen möchte, sollten wir es hoffentlich schaffen, auch alle Waffen irgendwie austesten zu können, wenn täglich Parts kommen. Und deswegen habe ich aktuell geplant, dass wir im Standardkampf immer neue Waffen testen. Im Salmon Run wird es auch ab und zu mal Parts geben. Da kann man ja leider, kann man eben nicht wählen, welche Waffe man hat. Deswegen wird das natürlich keine spezielle Waffe haben. Also da werden wir uns nicht eine spezielle Waffe vom Part aussuchen, weil da wechselt man halt automatisch pro Phase. Und na, immerhin mitgenommen. Und im Rangkampf werde ich dementsprechend auch nicht mit Waffen spielen. Also mit neuen Waffen spielen, sondern wenn wir Rangkampf-Parts machen, werde ich mit Waffen spielen, auf die ich Bock habe, auf die ich schon kenne, damit ich eben auch ein bisschen eingespielter bin. Vielleicht werde ich auch mal Waffen spielen, die ich jetzt gerade im Part vorher im Standardmodus gespielt habe und dann ganz cool fand und dann gesagt habe, hey, davon willst du ein bisschen mehr sehen. Kann durchaus passieren. Aber grundsätzlich werden wir im Rangkampf nur Waffen spielen, mit denen wir schon mal einen Standardkampf gemacht haben, also schon mal einen Part. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall 4 Matches Erfahrung. Okay, das war gar nicht... Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht verstehe. Der spielt den Standard-Klexer. Der hat mich 2-mal getroffen und ich bin gestorben. Und ich habe vorhin im letzten Part ja mit einer Waffe gespielt, die genau dieselbe Stärke hat wie der Standard-Klexer. Habe teilweise Gegner mit 6 Treffern getroffen und die sind nicht umgefallen. Manchmal verstehe ich es einfach nicht, wie berechnet wird, dass man jetzt stirbt und dass man jetzt nicht stirbt. Zumindest bei diesen normalen Kleckswaffen. Bei Rollern und bei Snipern ist es relativ offensichtlich. Und auch jetzt wieder. Ich habe den 4 oder 5 Mal getroffen und der hat uns 2 Mal getroffen. Wir sind gestorben mit einem verkackten Standard-Kleckser. Mit dem ich halt auch bei jedem 5-6 Treffer brauche. Wir halten uns nicht beide über dieselbe Fläche kümmern. Das ist ineffektiv. Gut. Kann ich den Weg wieder färben, den er hergekommen ist? Tschüss! Ja, sollten wir aktuell noch ganz gut unter Kontrolle haben, das Match. Ah, der hat jetzt... den habe ich auf jeden Fall wieder öfter getroffen. Okay, das kann natürlich daran liegen, dass ich ihn öfter getroffen habe, dass seine Waffe einfach einen stärkeren Schaden hat als meine. Aber ich verstehe es halt nicht, dass ich eben selber mit dem Klexer gespielt habe und eben nicht so stark zugeschlagen konnte. Aber oh, jetzt drehen die es in den letzten Sekunden, oder was? Ja, die drehen es in den letzten Sekunden, Team! Das darf nicht wahr sein! Das war's. Wir haben verloren. Vor einer halben Minute stand bei den Gegnern noch Gefahr und die haben gewonnen. Das ist... Ah, dieser Modus könnte so frustrierend sein. Vor 20 Sekunden stand bei den Gegnern noch Gefahr. Vor 20 Sekunden.
Und trotzdem gewinnen die am Ende. Das ist dieser Modus kann so frustrierend sein. Das ist unfassbar. Du hast halt das ganze Match unter Kontrolle von Beginn an. Von Start an hast du den Gegner in der Hand und der kann nichts machen. Und 20 Sekunden vor Schluss schaffen die es einmal, drei Leute aus deinem Team zu killen. Du hast verloren. Oh. Nervig, nervig, nervig. Aber gut, machen wir die letzte Runde mit der Heldenwaffe. Welche auf jeden Fall aktueller Favorit ist auf den ersten Fangkampf-Part. Aber bis dahin haben wir ja noch einiges. Wir sind ja noch nicht mal Stufe 8. Und jede Stufe, die man höher wird, dauert ja auch länger, bis man das nächste Level erreicht. Okay, jetzt haben wir zumindest den Marionas. Marionas. Oder Marionas, wie auch immer. In unserem Team, der uns ebenso oft mit seinem Kleckserblatt gemacht hat. Hoffentlich macht das mit den Gegnern genauso. Dann wäre ich zufrieden. Scheiße, voll reingeschwommen. Ah, ich wollte halt voll reinschwimmen und dann meine Spezialattacke machen und die Gegner zumindest wegtreiben und einen ordentlichen Bereich einfärben. Aber tatsächlich haben die Gegner genau das mit mir gemacht, nämlich mit ihrer Spezialfähigkeit mich gekillt. Ja, übernehmen die Kontrolle. Dadurch, dass er so eine gute Reichweite hat, komme ich auch irgendwie kaum dazu zu färben. Zu tauchen. Das ist bei Waffen mit höherer Reichweite immer so. Dass ich kaum dazu komme, Tinte aufzutanken. Yes! Der hat ihm sein Schild fast noch den Arsch gerettet. Yes! Teamwork. Okay. Map gehört uns. Weg hier! Ah, schade, wenn wir ihn mit unserer Klecksbombe da getroffen hätten. Ich hätte nicht gedacht, dass der so aggressiv geht. Wenn wir ihn mit unserer Klecksbombe da getroffen hätten, dann hätten wir den Sieg im One-on-One noch davon getragen. So waren wir halt schon sehr geschwächt. Der konnte uns recht leicht weghauen. Aber das sieht aktuell wieder so aus, als würde es der Gegner nicht mehr rumreißen können. Aber wie gesagt, wir haben schon einiges erlebt. Hilfe! Tschüss! Hätte er noch wegtauchen können. Ich weiß nicht, warum der überhaupt nicht reagiert hat. So. Das war dann aber mein eindeutigerer Sieg, obwohl die Gegner auch jetzt wieder kurz vor Schluss oben nochmal ziemlich gut durchgekommen sind und nochmal ziemlich viel eingefärbt haben, aber trotzdem haben wir mehr als doppelt so viele Karte. Wenn die es nicht geschafft hätten, hätten wir ja wahrscheinlich sogar fast an den 75% gekratzt. Und ja, damit sage ich an dieser Stelle mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal dann wieder ein. Jetzt ist die Marionas natürlich, mit der Marionas natürlich der schlechteste im Team. Eben waren der beste im Gegnerteam, naja, glaube ich zumindest. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Auf Wiedersehen.